Die Aufgaben sind sehr, sehr vielfältig. Einerseits kann man als Reporter arbeiten, das heißt, man schreibt eigene Geschichten, ist in den verschiedenen Orten hier im Landkreis Vechta unterwegs. Andererseits arbeitet man als Redakteur, dann sitzt man hier am Newsdesk und plant die Seiten entweder oder macht den Spätdienst, das heißt, man ist am Ende der letzte Mann und überprüft, ob vielleicht abends noch irgendwas Wichtiges passiert, was man dann noch einbauen kann. Ja, was eben auch sehr schön ist, dass die Abteilungen gut miteinander verzahnt sind, das heißt, der Newsdesk, dort wo die Seiten geplant werden, arbeitet sehr gut mit den Reportern zusammen und ja, zum Beispiel auch der Spätdienst arbeitet gut mit der Druckerei zusammen, man kann sich immer gegenseitig miteinander absprechen. Von hier aus steuern wir die komplette Maschine. Wir produzieren im Durchschnitt 24.000 Exemplaren pro Stunde.